herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist es eine Sneak Peek. Ich darf euch wieder ein tolles Bild von Karat Art vorstellen. Und diese Kollektion ist was ganz Besonderes, denn es sind extra kleinere Bilder für die Leute, die mal die Künstlerqualität von Karat Art ausprobieren wollen. Deswegen hat Karat Art diese Bilder etwas kleiner rausgebracht. Und ich würde sagen, wir gucken mal direkt rein. Ich bin mega, mega gespannt und freue mich drauf. Ich habe die Motive ja gesehen und finde sie wirklich niedlich. Und ich glaube, das sind auch wirklich Motive, die einen guten Anklang finden. Ja, ich habe mir nämlich rausgesucht den Cupcake Blackberry. Mit eckigen Steinchen in 35 x 35 cm. Ich glaube, in runden Steinchen haben die Bilder 30 x 30 cm. Ja, also gucken wir mal rein. Ich habe hier schon mein Skalpell, was wir mal hier aufschneiden können. Ich stelle mich heute auch wieder an. So, es ist einfach noch rechtzeitig am Morgen. Aber ich hatte jetzt Lust drauf, das Bild auszupacken. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir das jetzt. Vor allen Dingen, weil wir haben Tageslicht. Heute allerdings ohne Sonne. So, als erstes kommt mir direkt wieder entgegen das schöne, breite, große Karatart Washi-Tape. Richtig gut Washi-Tape. Kann man immer gebrauchen. Und es ist toll, dass es mit dabei ist. Und wir haben ein Döschen mit blauem Wachs, blaues Herzwachs, und da sind ganze drei Wachsblättchen mit dabei. Auf dem Döschen ist das C von Karat Art mit drauf gedruckt. Richtig niedlich, freut mich auch sehr. Und hier holen wir den Rest raus. So, da ist unser Bild. Ein Toolkit ist wieder nicht mit dabei. Das kann man sich ja separat auswählen und boah, das sieht schon wieder sehr schön aus. Ne? Also der Druck ist auf den ersten Blick wieder mega bombastisch, sehr fein, sehr ordentlich. Und auch das Weiße kann man schon richtig gut lesen. Ja, Toolkit kann man separat mitbestellen. Die meisten, die ja Künstlerbilder machen, haben ja schon ihre eigenen Werkzeuge zum Painten da. Finde ich ganz gut, das schont ja Ressourcen. Und ja, unser Karton ist übrigens der ganz normale. Ich finde es gut, dass die Kartons extra nochmal eingeschweißt sind, wenn die dann zu euch kommen. Ist das Bild einfach nochmal ein bisschen geschützt. Und wir haben auch wieder eine kleine Instruction auf dem Karton drauf. Ja. Und über karat.art könnt ihr diese schönen Sachen bestellen. Unter dem Video, in der Videobeschreibung, findet ihr einen Rabattcode von mir, da könnt ihr sehr gerne bestellen, da spart ihr ein bisschen und unterstützt mich auch ein bisschen. Das würde mich sehr freuen, falls euch das gefällt, wenn ihr das mitnutzen würdet. Ja, ansonsten, wir gucken jetzt mal rein. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Das ist das schöne Bild. Ein Blackberry Cupcake. Perfekt, der Titel ist direkt Cupcake Blackberry von Ich Varia Vora. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ansonsten möge man mir verzeihen. Also, wir holen da alles raus. Unser Bild und die Steinchen sind extra nochmal in Plastikfolie verpackt. Finde ich sehr gut. Wir haben 34 Farben. Und wenn wir jetzt unser Bild ausrollen, kommt hier erstmal die wunderschöne Leinwand uns entgegen. Und natürlich unsere Steinchen und eine Legende. Was an der Legende wieder sehr schön ist, wir haben wieder die Legende als Sticker, sodass wir unsere Tütchen oder unsere Dosen beschriften können. Immer sehr praktisch. Und wir haben hier auch nochmal ein
großes Bild, falls man ähnlich wie ich ein Logbuch hat, dass man das Bild schön aufbewahren kann. Das Bild hat auch wieder eine Itemnummer, die wir auch auf unseren Steinchen finden. Das heißt, bewahrt ihr das Bild oder die Leinwand getrennt von den Steinchen auf, könnt ihr das alles immer wieder super zusammensortieren. Okay, ich würde sagen, so viel dazu. Die Steinchen gucken wir uns dann natürlich gleich mit an. Wir machen auch eine Paintprobe. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und das ist unser Bild. Let the pleasure begin. Karat Art. Der sieht wirklich, wirklich sehr, sehr schön aus, der Cupcake. Da kriegt man richtig Appetit auf so einen leckeren Cupcake. Und ich finde einfach das so schön, muss ich wirklich sagen. Ja, 34 Farben. Da haben wir es nochmal. Wir haben zwei Legenden auf beiden Seiten. Schön groß gedruckt, dass man auch die Symbole sehr gut erkennt. Wir haben 6 AB-Farben, was ich richtig Hammer finde. Und ich bin schon gespannt, wo sich unsere AB-Farben hier im Bild befinden. Wir machen auf jeden Fall eine Paintprobe und vielleicht haben wir ja das Glück und wir können schon ein bisschen AB-Farben mitsetzen. Ich bin auch am Überlegen, ob man nicht einfach irgendwo mitten im Bild anfangen, dass wir ein bisschen Konfetti haben, um zu gucken, ja, wie kommt das alles raus? Mir wurde gesagt, dass die Auflösung und Details, dadurch, dass die Bilder ja etwas kleiner sind, natürlich nicht ganz so den der größeren Bildern entsprechen. Aber sie sind wirklich richtig passend, um es mal auszuprobieren. Und ich muss wirklich sagen, für die Größe wurde ein richtig schönes Motiv ausgesucht. Auch die anderen Motive von der Kollektion sind echt, echt toll. Es sind nämlich alles Cupcakes. Und da kann man sich sein Lieblings-Cupcake sozusagen raussuchen. Und ja, ich finde also für die Größe 35x35 kommt der Cupcake richtig schön raus und das Motiv wurde schön gewählt, um natürlich auch eigentlich eine gute Verpixelung zu haben. Ich bin gespannt, wie das alles dann mal gelegt ist. Ich werde das Bild nicht weit weglegen, weil 35x35, das kann man super nebenbei herpainten und ich habe eigentlich auch vor, dieses Bild dann dieses Jahr noch fertig zu machen. Okay, also, was wollte ich noch sagen? Ach ja. Ich wollte euch auch noch die anderen Bilder der Kollektion zeigen. Insgesamt sind 4 Cupcakes rausgekommen. Die Kollektion heißt Sweet and Yummy. Richtig passend, süß und lecker. Übrigens, der Versand bei Karat Art verspricht wirklich den Versand von den Versanddienstleistern. Das heißt, da wird nicht extra nochmal irgendwas draufgeschlagen, sondern es sind ganz normale Versandpreise, wie man sie im Handel auch findet. Finde ich auch immer sehr gut. Manchmal sind einfach Versandkosten ja auch ein bisschen höher, als man das eigentlich kennt. Finde ich gut, dass da das 1:1 an den Kunden so weitergegeben wird. So. Ich werde euch unten, wie gesagt, das Bild auch verlinken. Allerdings erst am 20.10. Das Video kommt ja heute schon am 19.10. raus, weil ich habe, wie gesagt, das Glück, dass ich euch mein Bild als Sneak Peek vorstellen darf. Und deswegen werde ich den Link erst einen Tag später mit unter dem Video verlinken. Ne? Also falls ihr das Video heute schon schaut, wundert euch nicht, wenn da der Link noch nicht da ist. Das Bild kommt morgen erst in den Shop rein und sobald es drin ist, verlinke ich es euch. Ja, also, wir gucken mal. Wir haben wieder wunderschönen Poet Clue. Unsere Klebekraft ist wieder richtig schön, richtig gut. Ich bin begeistert. Klappt alles perfekt. So, und ich würde sagen, wir gucken uns mal die Steinchen an. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich alles hingelegt habe. Ja. Auf der Legende sind die AB-Farben auch nochmal extra gekennzeichnet. Und hier sind unsere Steinchen.
Die Steinchen der Künstlerkollektion von Karat Art sind aus Harz, die eckigen, was mich immer sehr, sehr freut. Ich liebe eckige Harzsteinchen einfach. Es ist wirklich nochmal eine ganz andere Qualität als Acrylsteinchen. Bei Acrylsteinchen muss man immer ein bisschen gucken, hat man da eine gute Qualität oder eine schlechtere. Gibt es bei Harz natürlich auch, aber generell hat man bei Harz einfach weniger Ausschuss und ein schöneres Bild zum Legen. Und wir schauen mal rein. Was machen wir? Unsere Steinchen sind ordentlich der Folge nach einsortiert. Deswegen holen wir das mal alles ein bisschen ordentlich raus. So, und legen wir mal hier hin. Genug Lärm gemacht und ich hole euch ein bisschen runter. So, jetzt wäre es natürlich gut, wenn ich noch ein Schiffchen hätte. Das haben wir hier. Ich nehme extra immer sehr gerne für solche Videos diese einfachen von DAC, weil da sieht man immer ein bisschen noch was durch und die legen sich ganz gut. Und ich hatte ja gesagt, wir fangen mit den AB-Steinchen an. Da haben wir hier nämlich einmal die 5200, das Weiß, dann ein schönes Lila, ein Rosa, eine ganz tolle Peachfarbe, ein wunderschönes Lavendellila, ganz zart in Pastell und nochmal ein, ja, wie eine Art Bordeaux. Sehr schön. So, wir haben übrigens auch noch ganz viel Steinchen von der normalen 5200. Das ist ja dieses reine Weiß. Na, noch mal ein bisschen Platz machen. So, also los geht's. Schauen wir uns die Steinchen mal genauer an. Sie sind ein kleines bisschen elektrostatisch in den Zipptütchen geladen, aber es geht. Hatte ich schon krassere. Ja, und die Steinchen legen sich im Schiffchen sehr gut. Ich habe ein bisschen zu viel Steinchen reingenommen, aber ihr seht, wie schön die funkeln. Und ich sehe jetzt auf den ersten Blick auch keinen Ausschuss. Richtig, richtig toll. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal das schöne Lila an. Die Farbe hat es mir einfach irgendwie ein bisschen angetan. Diesmal habe ich gleich ein bisschen weniger Steinchen ins Schiffchen getan. Ist ja auch nur ein recht kleines. Und ihr seht, die Steinchen legen sich wirklich gut in die Rillen rein. Tolle Qualität, schön gleichmäßig groß. Und ich denke, da werden wir eine große, große Freude haben beim Legen. Und es ist auch wirklich ein tolles Motiv. Aktuell lege ich eh lieber farbige Motive, fröhliche Motive und deswegen freue ich mich drauf, an diesem schönen Werk zu arbeiten. Was mich auch noch so angesprungen hat, ist hier diese Peach-Farbe, die 754 natürlich. Auch da gucken wir nochmal mit rein. Und auch die sehen sehr, sehr, sehr schön aus. Oh, ich freue mich. Ich freue mich richtig drauf auf das schöne Motiv. Ich habe auch noch den Igel aus der anderen Kollektion, was ich euch zuerst mal vorgestellt habe. Das Springtime, der ist so süß. Er hat ja runde Steinchen, aber der liegt hier auch noch. Und da freue ich mich auch demnächst drauf, da mal weiterzuarbeiten.
So, was ich euch noch zeigen wollte im Schiffchen ist die 310. Wir kennen ja immer die 310, ist meistens immer so eine Farbe, wo die Steinchen manchmal nicht so eine gute Qualität haben. Deswegen gucken wir uns die 310 extra nochmal separat an. Und schauen, wie hier die Qualität ist. Und auch hier sehen die Steinchen richtig schön aus. Sie glitzern und funkeln und liegen schön im Schiffchen. So muss das sein. Dann würde ich sagen, zählen wir mal unsere Tütchen durch. Ich finde es immer sehr gut, wenn unsere Steinchen direkt ins Zipptütchen kommen. Da kann man nämlich direkt anfangen, auch wenn man noch kein Sortiersystem hat, aus Zipptütchen arbeiten. Das geht, vor allen Dingen, wenn man 34 Farben hat, wie in dem Fall, ist das ganz annehmbar. Und ich würde sagen, es geht los. Also, 34 Farben haben wir, das heißt, wir müssen auch 34 Tütchen dabei haben. Falls ihr euch übrigens fragt, was hier unten die 0,59a bedeutet, das ist die Grammanzahl der Steinchen, die abgepackt wird. Weil in dem Fall haben wir hier 24,78 Gramm und bei der 159 brauchen wir bloß ein paar Steinchen, da haben wir bloß 0,59 Gramm. So, los geht's mit dem Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 und 34. Alles dabei. Und ich würde sagen, wir könnten fast direkt loslegen, aber ich wollte euch die Leinwand einfach noch mal im Kompletten zeigen, damit ihr das auch noch mal seht. Ich finde, das gehört einfach dazu. Deswegen nehme ich euch mal jetzt hier runter. Kurz das Stativ hochklappen. Und da ist das komplette Bild. Oben steht noch mal letzte Pleasure Begin, Karatart. Hier haben wir noch mal ein kleines Vorschaubild. Unsere Legende auf der rechten Seite, die Legende auf der linken Seite. Unten links steht nochmal der Titel und der Artist und die Größe und natürlich die Itemnummer. Hier unten haben wir nochmal die Homepage und einen Rabattcode. Aber ich habe nochmal einen separaten für euch, der wird unter dem Video erscheinen. Ja, ich würde sagen, nachdem wir uns jetzt nochmal den Druck angeschaut haben, wir sehen auch ein ganz zartes Raster. Das ist immer sehr hell gedruckt, so dass man das bei dem Weißen auch ein kleines bisschen zart sieht, aber auch bei den Dunklen, das finde ich immer sehr, sehr toll. Der Druck ist bombastisch. Man bräuchte im Grunde kein Lightpad, aber man kann auch super mit Lightpad arbeiten. Das ist jedem selber überlassen. Auf jeden Fall ist der Druck so, dass man sowohl mit Lightpad als auch ohne Lightpad alles gut erkennt. Ich bereite jetzt ein bisschen was vor und dann machen wir unsere Paintprobe. Meine Steinchentüten habe ich mir jetzt erstmal ein bisschen hier zurechtgelegt. Mit 34 Farben geht das auch auf einen kleineren Tisch. So muss ich nicht immer ewig kruscheln und suchen. Ich habe mir auch ein paar Tools zurechtgelegt, einen Stift. Das Wachs probieren wir natürlich gleich aus. Washi-Tape, ein Lineal, ein Skalpell, Schiffchen natürlich. Pinzette kann man auch immer gebrauchen. Und ich habe beschlossen, wir fangen hier mit der Spitze des Cupcakes an. Das werde ich mir jetzt selektieren, ausschneiden und wir legen los. Mal schauen, ob ich das jetzt ausrichten kann mit euch zusammen. Ja, das geht. So,
ich nehme mir jetzt das Washi-Tape und suche mir erstmal den Anfang und mache mir gleich ein kleines Feld, was ich bearbeiten möchte, und schneide mir das dann auch direkt aus. So. Okay. Also muss ich nicht die komplette Folie überall entfernen, sondern schneide mir die Folie so zurecht, dass ich, ja, wie soll ich sagen, gut vorankomme. Und nur da ein bisschen Folie habe oder die Folie weg habe, wo ich auch arbeite. In dem Fall nehme ich dann mein Lineal und mein Cuttermesser. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Einfach ein bisschen am Washi-Tape ansetzen. Wir dürfen nicht zu sehr drücken. Wir wollen natürlich nicht die Leinwand einschneiden. Ich gucke mal, ob das gereicht hat. Ja, das geht gut. Ich habe es auch schon mal fast geschafft, in eine Leinwand richtig reinzuschneiden. Da muss man wirklich ein bisschen sich mal ausprobieren. Seid da einfach vorsichtig. Es ist dann immer schade, wenn man sich sein Bild mit einem Skalpell kaputt macht. Das ist natürlich dann nicht Sinn der Sache. Man kann so arbeiten, muss man aber auch nicht. Sehr praktisch sind dafür zum Beispiel auch Coverminder. Da tut man sich einfach die Folie nur zurückschlagen und kann sich dann mit den kleinen Magneten halt auch perfekt die Folie zurücklegen lassen. So, das ist jetzt meine Folie. Sieht man nicht, ne? Ja, die ist immer sehr dünn und sie kommt zur Seite. Dann fangen wir mal an. So, ich hole euch aber noch ein Stückchen mit runter, dass ihr auch ein bisschen genauer was seht. Ich mache auch den Autofokus aus. Da haben wir mindestens keine Fokusprobleme. Okay. Mit was fangen wir jetzt an? Wir haben hier außen ein bisschen Color Blocking mit der 5200. Und wir haben aber auch ein kleines bisschen Konfetti. Und da würde ich sagen, fangen wir auch hier mit an. So. Am meisten springt mir gerade das pinke E entgegen, und das pinke E ist die 32, und da kommen wir auch schon zu unserer ersten AB-Farbe. Wir werden da nicht ganz so viel brauchen, deswegen nehme ich bloß ein paar Steinchen mit ins Schiffchen. Auch hier liegen die Steinchen noch richtig gut. Ich habe mir jetzt einen Stift genommen, wo noch kein Wachs drin ist, denn ich möchte natürlich mal das blaue Wachs in Herzchenform probieren. Im Grunde ist Wachs Wachs. Aber wenn wir schon sowas Schönes dabei haben und ich liebe blaues Wachs, dann probieren wir das natürlich direkt mit aus. Es ist schön breit. Und trotzdem auch schön weich. Und für mich als Katzenfreund ist es natürlich immer schön, wenn Wachs in einem Döschen daherkommt. So ist mein Wachs einfach immer ein kleines bisschen geschützt vor meinem Timmy. Der liebt es nämlich absolut, mit Wachs zu spielen. So, das E. Im Übrigen ist es immer bei AB-Steinchen manchmal so, dass ihr euch das Wachs aus der Stiftspitze ziehen könnt. Das ist aber ganz normal. Vor allen Dingen, wenn das Wachs noch frisch im Stift ist. Passiert nicht immer, aber es kann vorkommen. Das liegt einfach an der Beschichtung der AB-Steinchen. Da hatten wir jetzt zwei mit aufgenommen. Ein Steinchen reicht uns.
lässt sich richtig schön legen. Die Motive waren übrigens alle so wunderschön. So, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe mir meinen Wachs rausgezogen. Da klemmt es. Dafür ist eine Pinzette wieder sehr gut. Bleiten, Pech und Pannen. Aber ihr seht, auch mir passieren solche Dinge. Das ist ganz normal. Nehmen wir einfach ein bisschen neues Wachs auf. Und weiter geht's. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich AB-Steinchen, vor allem wenn ich nur ein paar habe, mit der Pinzette setze. Aber ich bin heute auch ein bisschen zittrig drauf. Ich glaube, ich muss dann erstmal was essen. Dann legt sich das meistens ein bisschen. Hätte ich eigentlich auch vor dem Videodreh machen können. Ist eigentlich immer sinnvoller. Gutes Frühstück ist immer eine ganz, ganz sinnvolle Sache. So. Um euch das mal zu zeigen, wie ich das mit der Pinzette setze, nehme ich jetzt mal hier meine Pinzette. Und das geht dann eigentlich auch immer sehr gut. Wenn ich meine Pinzette nehme, ist das meistens, wenn ich Lust habe auf Schachbrettmuster, dass ich so die erste Lage Schachbrettmuster mit der Pinzette lege. Und dann auffüllen tue ich meistens mit einem Stift. Oder halt AB-Steinchen setze ich generell am liebsten mit Pinzette, weil dieses Problem, dass AB-Steinchen das Wachs aus der Stiftspitze ziehen, das kommt einfach immer häufiger mal vor. Und ja, ich finde auch, die Abwechslung macht das irgendwie ein bisschen. Deswegen arbeite ich auch dann ganz gerne mal, wenn ich ein paar vereinzelte Steinchen habe, mit der Pinzette. Geht auch ganz gut. Und wenn man das ein bisschen gemacht hat, dauert das eigentlich auch gar nicht so lang. So. Ja, das funkelt und glitzert. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Mal schauen, vielleicht arbeite ich ja dann heute, nachdem ich dann hier diese Sektion gepaintet habe, noch ein bisschen weiter an dem Bild. Ich warte es mal ab. Zeit hätte ich. So, jetzt ist mir ein Steinchen ein bisschen weggesprungen von der Pinzette. Auch das passiert mal. Okay. Auf jeden Fall, ne, ihr seht, die Steinchen sitzen, sie funkeln und glitzern. So macht es Freude. Okay. Was ist noch so eine beliebte Farbe? Die 310. Die haben wir hier nämlich auch mit dabei. 310 ist hier in dem Fall die 6. Gucken uns dann auch gleich mit an. Und dann springen wir mal in unser Zeitraffer, damit ich euch natürlich auch zum Schluss eine etwas größere gepaintete Fläche anbieten kann zum Bestaunen. Und dann könnt ihr euch nochmal selber ein Bild davon machen, ob das was für euch wäre zum Ausprobieren. Ihr könnt mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal ein Künstlerbild von Karat Art ausprobiert habt. Das würde mich auch sehr interessieren. Und ob ihr eure Bilder lieber in rund oder in eckig paintet. Ich liebe ja wirklich beides. So generell bin ich absolut teameckig. Weil einfach eckig finde ich nochmal viel besser rüberkommt als rund. Allerdings liebe ich auch zur Abwechslung mal Bilder mit runden Steinchen, weil es lässt sich sehr entspannt legen. Umso schöner finde ich es auch, dass man sich hier die Bilder aussuchen kann, ob man sie in rund oder in eckig haben möchte. Das könnt ihr dann einfach bei den Kaufoptionen bei Karat Art auswählen. Viele Bilder sind sowohl in rund als auch in eckig verfügbar. Nicht alle, aber hier bei der Kollektion zum Beispiel sind alle 4 Bilder
jeweils rund und eckig zu erwerben. So, also auch die schwarzen Steinchen legen sich sehr, sehr schön. Richtig traumhaft. Und ich würde sagen, wir springen in unsere Zeitraffer und dann sehen wir uns wieder, wenn die Spitze unseres Cupcakes fertig ist. So, das war mein kleines Zeitraffer. Wir haben jetzt hier noch ein paar kleine einzelne Steinchen, die wir setzen. Teile, die ich übersehen habe. Das Häkchen habe ich noch gar nicht gesetzt. Und dann gucken wir uns die Leinwand nochmal im Kompletten an, dass wir da einfach ein klein bisschen einen Vergleich haben. Wir haben auf jeden Fall die Brombeere dann fertig. Und auch schon ein bisschen im Hintergrund. Wie gesagt, der Teil von dem Hintergrund hier, was wir haben, ist großteils Color Blocking. Aber hier drüben an der Seite haben wir dann schon wieder ein bisschen, ja, kein Color Blocking mehr. Finde ich ganz gut. Ist ein schönes, abwechslungsreiches Bild. So, das Häkchen. Das Häkchen ist unsere 34. Das ist nämlich die weiße AB-Farbe. Wir haben auch wirklich schon ein paar schöne AB-Farben setzen können. Das freut mich. Es sind immer bloß einzelne Steinchen an AB-Farben. Das ist so und so gut, weil AB-Farben, ja, wenn man die zu überladen setzt, wirkt das Bild auch nicht mehr so schön, finde ich. Und für mich ist es irgendwie, macht es mir den Anschein, dass die AB-Farben schön gesetzt sind. So dass man immer kleine Highlights hat, aber nicht zu viel. Und ich sehe gerade, ich habe meine Pinzette hier irgendwie verbogen. Wenn ihr aber das sehen könnt, hier an der einen Seite. Das muss ich mir mal richten. Das ist irgendwie meine Lieblingspinzette. So. Ja, legen lassen haben sich die Steinchen wirklich, wirklich schön. Es hat mir Freude gemacht. Ich habe nebenbei ein bisschen How I Met Your Mother geschaut, als ich mir jetzt das Zeitraffer aufgenommen habe. Und konnte einfach ein bisschen abschalten. So. Wir haben übrigens auch dieses richtige schöne Plopp-Geräusch, großteils, wenn wir Steinchen reinsetzen. Das heißt, wir haben kaum irgendwelche Lücken zwischen den Steinchen. Die Steinchen sitzen wirklich richtig schön peu à peu. Und ich habe zwischendrin die AB-Steinchen auch immer mal wieder mit dem Stift gesetzt. Und da hat es mir wie immer oder wie meistens das Wachs aus der Pinzette gezogen. Deswegen setze ich jetzt gerade die AB-Steinchen mit der Pinzette. So. Aber ihr seht, mit ein bisschen Übung geht das ganz gut. Wenn man nicht gerade eine Pinzette mit verbogener Spitze hat, so wie ich jetzt gerade, das macht es natürlich auch noch mal ein kleines bisschen schwerer. Aber geht trotzdem. Ich richte mir das dann. Hoppala. Und dann klappt das auch wieder. So eine Pinzette fällt halt doch auch mal runter und dann sind die Spitzen ganz schnell mal verbogen. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber ich bin ein Schussel, hatte ich ja schon ein paar Mal
erzählt. Manchmal bin ich auch ein bisschen schusselig in Videos. Aber ich denke, ich bin nicht die Einzige, der sowas widerfährt. Ihr könnt mir ja auch sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn euch mal irgendwas Schusseliges passiert ist, worüber ihr selber lachen könnt. ja, weil solche Sachen finde ich einfach lustig. Mir passieren oft komische Dinge und ich muss sagen, ich gehöre zu den Leuten, die dann einfach mit darüber lachen. So komisch das klingt, aber wenn man über sich selbst mitlachen kann, dann lachen die Leute einen nämlich nicht aus, sondern sie lachen dann mit dir. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. So, jetzt haben wir noch das L, das ist die 23, einmal und ein O und dann haben wir es schon geschafft. No. Okay. Das klappt so nicht, dann müssen wir doch ein bisschen rausschütten. Und das O war die Nummer, ich muss kurz gucken, die Nummer 20. Und das letzte Steinchen für heute ist gelegt. Jetzt bin ich echt gespannt, wie das wirkt. Ich habe ja die Leinwand mir auf den Kopf gedreht, dass ich besser painten kann. Und sitze ja jetzt recht nah daran. Jetzt machen wir das mal ganz anders. Wir machen auch hier unser Washi-Tape ab, damit wir alles schön sehen können. Das brauche ich ja jetzt erstmal nicht mehr. Normalerweise lasse ich das dann dran, aber wir wollen ja ein bisschen was sehen. Okay. Das mache ich jetzt so. Legen das dahin. Und ich nehme euch mal noch ganz kurz hier vom Stativ runter. Strom braucht man jetzt erstmal auch nicht. Und da sehen wir die erste Brombeere und ich finde, das kommt wirklich schön rüber. Und man erkennt auch wunderschön das Glitzern der Steinchen. Man erkennt auch unsere AB-Farben gut. Im Video sieht man es immer ein bisschen schlechter, aber ein bisschen erkennt man es. Also ich bin richtig, richtig zufrieden damit. Und ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie das ist, wenn das Bild mal fertiggestellt ist. Oder vielleicht auch mal zwischendrin in einen Paint With Me. Das, ja, sehen wir dann. Okay, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr reingeschaut habt. Habt ihr auch Interesse, mal eine Künstlerkollektion oder ein Künstlerbild von Karat Art zu erstehen? Unten habt ihr einen Rabattcode in der Videobeschreibung, wo ihr ein bisschen sparen könnt und natürlich auch die Verlinkungen. Und ja, bis dahin, wenn das Video euch gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Und ich verabschiede mich für heute. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.